Herzlich willkommen zu Roten Couch Express. Mein Name ist Jessica Bischoff von Publish Industry und ich begrüße heute recht herzlich den Herrn Röttger Sander von Delta Electronics. Hallo, Herr Sander. Hallo, Frau Bischoff. Welches Highlight haben Sie uns denn heute mitgebracht? Wir stellen heute den Asta B3 vor, einen Servodrive in sehr kompakter Ausführung. Und welche Lücken im bisherigen Angebot schließen Sie mit der Neuentwicklung? Der Asta B3 ist kein komplett neues Produkt, sondern ein sehr bewährtes Produkt und ist komplett neu aufgelegt worden, also weiter optimiert worden. Er bedient grundsätzlich den Maschinenbau als Branche, wo wir sehr gute Erfahrungen auch schon gemacht haben und erhält nun eine höhere Response-Time von 3,1 Kilohertz, um auf Lastveränderungen wesentlich schneller zu reagieren. Das macht also den Servodrive dann insgesamt sehr schnell. Auch haben wir auch ein neues Encoder-System mit eingebracht von 23 Bit. Somit erhalte ich viel mehr Informationen über die Rotorbewegung und kann auch damit die Lastveränderung besser steuern. Das macht es also sehr agil, dieses Gerät. Wir haben auch eine schmalere Bauform. Wir haben ungefähr 20% Platz eingespart bei dem Gerät. Somit habe ich natürlich auch Platzersparnisse im Schaltschrank. Sicherheitsfunktionen wie SDO sind bei uns onboard, also als Standard mit integriert. Und wir haben auch ein EtherCAT-Bussystem diesmal mit eingebracht. Somit lässt er sich sehr leicht integrieren in vorhandene Steuerungssysteme. Die Software ist intuitiv führbar, die Parametriersoftware. Es ist also sehr, sehr einfach, das Gerät einzustellen. Und weiterhin haben wir auch auf das neue Gerät ein Autotuning-Verfahren eingebracht, womit ich relativ schnell die Regelverfahren, Regelparameter einstellen kann und sehr schnell mit ersten Fortschritten glänzen kann, sozusagen. Die Motoren haben wir auch gut link verändert, sind auch sehr platzsparend geworden und haben eine wesentlich kompaktere Bauform, sodass ich auch an der Anlage, an der Maschine selber dort noch Platz einsparen kann. Und das ist allem für den Werkzeugbau oder für den Maschinenbau generell sehr komfortabel geworden und sehr einfach, das Gerät zu nutzen. Zusätzlich haben wir uns auch konzentriert auf eine Kosteneffizienz. Wir wissen, der Maschinenbau steht weiter unter Druck, gerade im Wettbewerbsverhältnis. Und somit haben wir auch die Sachen dahingehend optimiert, dass wir hier auch dem Maschinenbau einen Kostenvorteil liefern können, sowieso so wie, dass wir auch auf die Komponenten geachtet haben, die wir eingesetzt haben, um auch kontinuierliche Verfügbarkeit sicherzustellen. Herr Sander, das klingt ja alles spannend, aber ab wann dürfen wir uns denn auf dieses Produkt freuen? Also Sie können sich sehr gerne auf das Produkt freuen und Sie können es auch ab sofort bei uns ab Lager kaufen. Also es ist in größeren Stückzahlen jetzt bei uns auf Ablager vorhanden und kann sofort bestellt werden. Das klingt ja super. Vielen Dank für die spannenden Einblicke. Herzlichen Dank für das Interview. Und Ihnen da draußen vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.